Herzlich willkommen, ihr seht es im Hintergrund, der Teleporter zischelt und schibbelt und schwabbelt. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und heute wird es ins Institut gehen und wir sind bereit, diesen Teleporter zu benutzen und sagen, wir sind bereit. Legen wir los. Bist du sicher? Okay. Du musst auch nicht viel machen. Stell dich einfach auf die Plattform. Ich suche nach einem Signal des Instituts, das wir kapern können, dann schmeiß ich das Ding an und wir schauen mal, was passiert. Toll. Füße bekommen? Kann ich gut verstehen. Hilfe? Ich will nicht sagen, dass das ein bisschen gruselig ist, aber es ist schon ein bisschen unentspannt. Hey Hancock, wir sehen uns nie wieder. Okay, jetzt nicht mehr bewegen. Wollen ja keinen Datenverlust beim Molekularstrahl riskieren. Übrigens, ich habe mir gedacht, dass das die perfekte Gelegenheit ist, so viel wie möglich über das Institut und ihre Pläne herauszufinden. Auf diesem Holoband ist ein Programm, das ihr Netzwerk untersucht und alles kopiert, was es findet. Ja. Wir sollten uns besser beeilen. Und keine Sorge wegen des Schlauchs, der darum wackelt. Der ist nur da als Verzierung. Okay, suche nach dem Institutssignal. Generalio bereit? Hab es! Die Arschbacken zusammen! Wow! Schwarzer Punkt unten rechts. Oder ist das nur mein Monitor? Nee, da blinkt was. Wow. Herzlich willkommen im Institut, oder? Okay. Waffen hatten wir auch bessere wählen können. Überhaupt nicht vorbereitet. Voll gut. Ach, scheiße. Okay. Auf jeden Fall müssen wir einmal die einmal umlegen. Auf den vorderen Slot, da die andere Waffe ja keine Munition hat. Die müsste auch mehr Schaden anrichten. So, willkommen. Sieht ja nett aus hier. Zwei Ordner. Haben wir das Inventar wenigstens leer gemacht? Auch nicht. So, Holoband rein. Zugriffsprotokolle anzeigen. Bestätigt, bestätigt. Fehler, Signal umgeleitet. Oh. Wie hieß das Holoband, was er mir gegeben hat? Netzwerkscanner Holoband. Netzwerkscan einleiten. Scan-Vorgang abgeschlossen. Internes Netzwerk entdeckt. Band abspielen. So, wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Wahrscheinlich gar nicht so einfach. Toll! Hallo? Ich habe mich gefragt, ob du es schaffen wirst. Du bist ziemlich einfallsreich. Man nennt mich Vater. Toll.
Das Institut wird von mir geführt. Ich weiß, warum du hier bist. Ich möchte mit dir reden, von Angesicht zu Angesicht. Geh bitte in den Aufzug. Klemmt. Natürlich klemmt die. Reinraumanzug. Gut, Fahrstuhl, komm. Klicken wir auf den Knopf und fahren ein bisschen durch die Gegend. Wir haben zwar ein bisschen Sorgen, was jetzt kommt, aber anscheinend will der Mann nur mit uns sprechen. Ich kann mir vorstellen, was du gehört hast. Was du über uns denkst. Ich möchte dir zeigen, dass du vielleicht einen falschen Eindruck hast. Ja. Das mit so unten. Oh. Willkommen im Institut. Das ist die Realität des Instituts. Dieser Ort. Diese Leute. Unsere Arbeit. Seit über 100 Jahren widmen wir uns dem Überleben der Menschheit. Jahrzehnte der Forschung. Unzählige Experimente und Hürden. Eine Vision, wie die Wissenschaft die Zukunft formen kann. Es war nie einfach. Und unsere Aktionen werden von denen über der Erde oft falsch interpretiert. Eines Tages können wir ihnen vielleicht zeigen, was wir geleistet haben. Bis dahin müssen wir im Untergrund bleiben. Das Risiko wäre einfach zu groß. Wie du gesehen hast, sind die Dinge oben instabil. Ich möchte dir erzählen, was wir tun können. Für alle. Aber das kann warten. Du bist aus einem bestimmten persönlichen Grund hier. Wegen deines Sohnes. Ja, Mann. Mein Sohn. Verdammte Kiste. Okay, angekommen. Da sitzt er, oder? Alles mitnehmen. Sean? Was? Ja, ich bin Sean. Sean, bist du es wirklich? Wer bist du? Sean, wo sind alle? Vater, was ist los? Was geschieht hier? Sean, alles okay? Du bist nicht verletzt, oder? Was ist los? Vater? Vater! Alles okay, Sean. Ich bin jetzt da. Ich kenne dich nicht. Geh weg! Vater! Vater, hilf mir! Hier ist jemand! Hilf mir! Wer ist Vater? Wo ist er? Vater? Vater, hilf mir! Er will mich entführen! Vater? Vater, hilf mir! Sean, S923, Rückrufcode Cirrus. Faszinierend, aber enttäuschend. Das Kind hat überhaupt nicht wie erwartet reagiert. Er ist nur ein Prototyp. Erst jetzt befassen wir uns mit den Auswirkungen extremer emotionaler Reize. Bleib bitte unvoreingenommen. Ich sehe, dass du emotional bist und auf deinem Weg hierher viele Probleme hattest. Beginnen wir von vorn. Ich bin Vater. Willkommen im Institut. Vater? Das ist dein Name? Dein Titel? Vater ist mein inoffizieller Titel. Das bin ich für die Leute des Instituts. So wie du es für deinen Sohn bist. Für Sean. Ich möchte nur verstehen, was hier vor sich geht. Ich habe Antworten versprochen.
und die sollst du bekommen. Aber du musst erkennen, dass diese Situation weitaus komplizierter ist, als du es dir hättest vorstellen können. Du bist weit gereist und hast viel erlitten, um deinen Sohn zu finden. Deine Hartnäckigkeit und dein Engagement wurden belohnt. Schön, dich endlich zu treffen. Nach dieser langen Zeit. Ich bin's. Ich bin Sean. Ich bin dein Sohn. Was? Was? Wie ist das überhaupt möglich? Ich weiß, das ist ganz schön viel. Im Vault hast du nicht mitbekommen, wie die Zeit vergeht. Du bist aus der Kapsel gekommen und hast deinen verlorenen Sohn gesucht. Aber dann hast du erfahren, dass dein Sohn ein 10-jähriger Junge ist. Du hast geglaubt, dass 10 Jahre vergangen wären. Ist es so schwer zu akzeptieren, dass es 60 Jahre waren? Das ist die Realität. Hier bin ich, vom Institut großgezogen und jetzt sein Anführer. Aber warum? Warum ein Kind entführen? Warum dich? Ah, das ist die Frage, oder? Warum ich? Damals, im Jahr 2277, hatte das Institut große Fortschritte bei der Synth-Produktion gemacht. Aber das reichte nicht. Wissenschaftliche Neugier und das Streben nach Perfektion trieben sie an. Was sie wollten, war die perfekte Maschine. Also folgten sie dem besten Beispiel, dem Menschen. Er geht, spricht, kann sich ausdrücken, ist zu allem fähig. Für ihre Experimente brauchten sie also Testexemplare. Deshalb haben sie dich entführt. In gewisser Weise schon. Das Institut wollte synthetisch-organische Wesen erschaffen. Der logische Ausgangspunkt war natürlich menschliche DNS. Es gab reichlich, ja, aber es war alles verunreinigt. In diesem Ödland war jeder von der Strahlung betroffen. Trotz ihrer Versuche, sich vor der Welt da oben zu schützen, wurden Institutsmitglieder der Strahlung ausgesetzt. Sie brauchten eine neue Quelle. Dann hat das Institut mich gefunden, nachdem es Aufzeichnungen aus Vault 111 entdeckt hatte. Ein Säugling, eingefroren und geschützt vor den Mutationen, die sich in jede andere menschliche Zelle im Commonwealth eingeschlichen hatten. Sie brauchten mich. Meine DNS war die Grundlage der synthetisch-organischen Lebewesen, aus denen alle menschenähnlichen Synths hergestellt wurden. Ich bin ihr Vater, durch Wissenschaft vereint. Die Synths, ich und du. Sean, du bist es wirklich. Ja, ich bin es. Du hast bestimmt Fragen. Bitte, nur zu. Ich möchte dir helfen zu verstehen. Deine Mutter... Sie hat dich nie aufwachsen sehen. Ja. Was mit ihr geschehen ist, war... Ich habe mir die Aufzeichnungen des Vorfalls angesehen. Anscheinend war ihr Tod ein bedauerlicher Kollateralschaden. Kollateralschaden? Mehr ist das für dich nicht? Für dich ist es ja noch nicht lange her. Ich erinnere mich natürlich nicht. Und konnte den Verlust... ein ganzes Leben lang bewältigen. War das immer einfach? Natürlich nicht. Aber ich habe versucht, mein Leben weiterzuführen. Viele Jahre lang fragte ich mich nie, wer meine Eltern waren. Ich akzeptierte meine Situation. Und das war's. Mit dem Alter kommen das Bedauern und die
Was wäre, wenn Fragen? Jetzt zählt, dass du und ich die Chance haben, neu anzufangen. Wie kann ich dich noch beruhigen? Kellogg hat für dich gearbeitet? Kellogg. Als ich hier ankam, war er schon lange beim Institut. Erst als Direktor erfuhr ich von den Dingen, die er getan hat. Davon, was für ein Mensch er war. Du wusstest, dass er ein Psychopath war? Aber hast ihn trotzdem eingesetzt? Hätte ich ihn auf das Commonwealth loslassen sollen? An der kurzen Leine konnte er wenigstens nicht so viele Kollateralschäden anrichten. Das Institut hat Kelloggs Grausamkeit für sich genutzt. Das gebe ich offen zu. Durch Instituts Technologie wurden sein Leben und seine Nützlichkeit verlängert. Er hat das Institut nie enttäuscht, aber seine Grausamkeit wurde immer offensichtlicher. Ich gebe zu, es ist kein Zufall, dass sich eure Wege gekreuzt haben. Es schien passend, um dich, uns, Rache nehmen zu lassen. Wie kann ich dich noch beruhigen? Du leitest also das Institut? Ich bin der Direktor. Ja, dafür habe ich jahrzehntelang gearbeitet. Diese Verantwortung nehme ich sehr ernst. Das Institut ist wichtig. Es ist die größte Chance der Menschheit auf eine bessere Zukunft. Egal, was die da oben über uns denken. Sie brauchen deine Hilfe, Sean. Es geht da oben rau zu, gelinde gesagt. Oh, das haben wir versucht. Überrascht? Das Institut wollte beim Aufbau einer stabilen Commonwealth-Regierung helfen. Das endete in Streit, Machtkämpfen. Eine Katastrophe. Wir kümmern uns jetzt um uns selber. Das Commonwealth hat nichts von uns zu befürchten. Das versichere ich dir. Was auch immer du gesehen oder gehört hast. Gib mir etwas Zeit. Es gibt noch mehr zu besprechen. Aber das Institut steht kurz vor einigen wichtigen Durchbrüchen. Deine Anwesenheit würden wir sehr schätzen. Ich war hier Teil von etwas Großartigem. Ich habe geholfen, ein Leben für mich und für die Leute hier im Institut aufzubauen. Und jetzt, nach all den Jahren, kannst du dabei helfen. Macht dich das nicht neugierig? Ist es nicht das, was du willst? Du willst, dass ich hier bleibe? Im Institut? Ja, das ist mein Vorschlag. Ist das so schwer vorstellbar? Das Institut kann dir ein besseres Leben bieten, als du es auf der Oberfläche jemals haben könntest. Du warst doch im Commonwealth. Du hast gesehen, wie es da ist. Ich versichere dir, dass du es bei uns besser hast. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich verstehe dich. Daher versuche ich, dir zu helfen. Du erkennst hoffentlich, dass das Institut das einzige auf dieser Welt ist, dem man sich anschließen kann. Ich bitte dich nur, dem Institut, mir eine Chance zu geben. Eine Chance, dir zu zeigen, worüber ich dir erzählt habe. Wir haben für die Menschheit nur das Beste im Sinn. Wirst du es versuchen? In Ordnung. Danke. Das Institut ist jetzt dein und mein Zuhause. Nimm dir Zeit und lerne es kennen. Triff die Leute, mit denen du arbeiten wirst. Du solltest dich bei den Bereichsleitern vorstellen. Dr. Fillmore im Bereich Anlagen, Dr. Ayo im Bereich SEB und Dr. Holdren in der Biowissenschaft. Und schließlich Dr. Lee im Bereich fortschrittliche Systeme. Sie wissen über deine Ankunft Bescheid. Triff sie, dann besprechen wir das weitere Vorgehen. Puh.
Das ist gerade eine harte Nummer. Wow. Kaputt. Dieses. Sean, wegen dieses Synths. Du meinst das Kind? Ein wirklich faszinierendes Projekt. Natürlich gibt es noch Probleme, aber wir haben beachtliche Fortschritte erzielt. Ist auf jeden Fall beeindruckend. Ja, technologisch sind wir an unsere Grenzen gestoßen. Wir haben wertvolle Einblicke hinsichtlich Hard- und Software erhalten. Ich sorge dafür, dass er bald wieder in Betrieb geht. Du wirst Gelegenheit haben, weiter mit ihm zu interagieren. Aber ich bin zugegebenermaßen neugierig. Jemand, der nach seinem Kind sucht, nach einer jüngeren Version von mir. Was denkst du? Glaubst du, du könntest ihn lieben? Wie einen richtigen Jungen? Ich brauche keinen Synth. Ich habe den echten Sean gefunden. Ja, aber nicht den Sean, den du gesucht hast. In gewisser Weise entspricht der Synth weitaus mehr deinen Erwartungen. Ich behaupte nicht, dass ich all deine Gefühle kenne, aber wenn die Anwesenheit des Jungen ein wenig helfen kann, bleibst du hoffentlich unvoreingenommen. Sean. Hallo, Vater. Ich hoffe, du hattest eine angenehme Zeit im Institut. Er nennt mich Vater. Das ist eine krasse Nummer hier. Also, wirklich. Was ist das für ein abgefahrener Computer? Ein Mikrofon? Okay. Sauberer Globus, Wein. Das ist alles so sauber und aufgeräumt hier. Es ist so völlig abgefahren. Unbeschädigte Kamera. Saubere Kaffeetasse. Noch nie gesehen. So krass. Wir haben doch irgendwas zum Anziehen hier gefunden, oder? Ist das jetzt wenigstens irgendwas Schickes? Tollen Raumanzug. So, ich finde, das mit dem Vault-Anzug ist gerade irgendwie passender. Okay. Schauen wir uns nochmal um, vielleicht finden wir noch irgendwie was Passendes zum Anziehen. Ist das ein Bett? Sieht aus wie ein Animus. Terminal. Sean's Terminal-Passwort, das nehmen wir natürlich mit. Muss doch noch irgendwas zum Anziehen irgendwo rumliegen haben. Oh, Flur. Im Badezimmer hat man natürlich Kaffeetassen liegen. Lämmbrett, Klamotten, das ist so krass. Eine Dusche. Schade, dass es hier nichts zum Anziehen gibt. So, gehen wir mal ins Terminal und gucken, was es da noch so gibt. Keller Conrad, erhöhte Lebenserwartung. Kelloggs gelegentliche Anwesenheit macht die anderen immer noch nervös. Zuerst dachte ich, sie waren nur durch sein Selbstvertrauen und seine Arroganz eingeschüchtert oder hätten vielleicht einfach Angst vor seiner Person. Immerhin ist er ein,
ist er ja ein Killer, aber beim Beobachten ihrer Reaktion und Einschätzung ihrer Seitenblicke ist mir etwas aufgefallen. Etwas anderes aufgefallen. Etwas, das ich vermutlich hätte vorhersehen sollen. Knight. Kellogg ist ein lebendes Denkmal für ein vergessenes Programm. Er ist ein aufgewertetes menschliches Wesen, eigentlich ein Cyborg. Und die Verbesserungen, die er erhalten hat, sind nicht von der Hand zu weisen. Aber die Wissenschaftler, die dürfen sich überhaupt nicht für optimierte Reflexe oder eine erhöhte Kampfstärke interessieren. Nein, die Ursache ihres Neids ist etwas praktischeres und ursprünglicheres. Seine erhöhte Lebenserwartung. Wie lange wird Kellogg leben, wenn er eines natürlichen Todes stirbt? Wie unwahrscheinlich das auch sein mag, das ist schwer zu sagen. Er ist bereits mehr als 100 Jahre alt, auf jeden Fall älter als jeder andere Mensch im Canvas. Seine gesamte Physiologie wurde verändert und vielleicht erreicht er sogar die 150, vielleicht sogar 200. Den kleinen Geistern sei ihr geistiger Neid gegönnt. Kellogg ist ein lebender Beweis für die Genialität und Überlegenheit des Instituts und ich empfehle durchaus Freude daran zu wissen, dass ich ihn unglaublich verärgern muss. Statusbericht. Robotik läuft, Waffendiagnose läuft, Phase 3 im Zeitplan zurück. Kindersinnprojekt unter vierteljährlicher Begutachtung. Direkt das Zimmer immer noch offline. Agent an der Oberfläche eliminiert. Persönliche Notizen. Ayo kann nur Sichtungen außerhalb von Vault 111 über etwas in Diamond City bestätigen. Ich bin mir nicht sicher, was das bedeutet. Werden wir uns wirklich treffen? War das alles für die Katz? Nein, das war es nicht. So oder so habe ich wichtige Dinge über mich und meine Vergangenheit erfahren. Ich darf nicht zulassen, dass mir Emotionen dabei im Wege stehen. Ich muss einfach nur beobachten und aufzeichnen. Mir wurde mitgeteilt, dass Kellogg offline gegangen ist. Seltsamerweise muss ich an Dr. Walker denken. Er hatte solche große Hoffnung in Kellogg gesetzt. So viel Vertrauen in die Implantate und darauf, was sie bedeuten könnten. Ich bedauere immer noch, das Projekt beendet zu haben. Aber ich weiß, wohin uns das geführt hätte. Walker hat sich bei seinen Zielen nie zurückgehalten und so viele andere haben ihm zugehört. Letztendlich glaube ich, dass ich recht hatte. Im Institut geht es um die Bewahrung der Menschheit, nicht um irgendeine bizarre Verschmelzung von Biologie und Technik. Oh. Direkter Zugriff, Synth-Abschaltung. Okay, und mit diesen ganzen Infos, dieser Situation und allem, was wir jetzt durchgemacht haben am heutigen Tage, werde ich mich aus der heutigen Folge verabschieden, hier aus dem Institut raus und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde mich freuen, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben da lassen würdet und wir uns morgen wiedersehen in einer neuen Folge. Und bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und danke, dass ihr dabei gewesen seid. Ciao!